Ja, Herr Kollege Kamke, in Ihren jungen Jahren haben Sie bereits Automobilgeschichte geschrieben. Sie haben den letzten deutschen Automobilhersteller neu gegründet vor wenigen Jahren. Wie sind Ihre Erfahrungen daraus? Es war eine sehr, sehr spannende Zeit und ich glaube, die Kernerfahrung ist, dass man tatsächlich Dinge bewegen kann. Wir haben ja im Augenblick eher so die Diskussion, die einen sind in Panik, die anderen sagen Business as usual, weiter so. Und ich glaube, es gibt eben einen Weg dazwischen. Wir müssen was bewegen, aber das mit Sachverstand. Es mangelt nicht an guten Ideen in Deutschland, sondern an der Umsetzung. Und das ist eigentlich so das, was ich mitgenommen habe über die Zeit, hat unglaublich viel Spaß gemacht, wirklich sowas auch umzusetzen mit all den Hürden, die es gibt, insbesondere auch bei der Finanzierung. Das ist in Deutschland auch nicht ganz leicht, aber da muss man eben durch. Und von daher war es eine ganz tolle Zeit. Ja. Ja, Sie haben mit Street Scooter die deutsche Automobilindustrie aufgerüttelt, wachgerüttelt, glaube ich. Das war ein wesentlicher Schritt, dass sich da ein bisschen was bewegt hat. Der andere, der auch für Furore gesorgt hat, das ist die Firma Tesla. Während Daimler Audi derzeit sich überlegen, Tausende von Mitarbeitern entlassen zu müssen, baut Tesla 10.000 Mitarbeiter auf in einem neuen Werk in Berlin. Was bedeutet das für die deutsche Automobilindustrie? Ja, ist so das letzte Wachrütteln, wenn es überhaupt noch notwendig war. Ich denke, erstens ist es ein gutes Signal, dass wir natürlich so ein Werk hier hinkriegen. Ja, das ist ja auch toll, dass das gelungen ist und nicht irgendwo anders entstehen soll. Und es sollte uns halt Ansporn sein. Ne? Wir dürfen uns halt nicht ausruhen und die Erfolgsgeschichten, die wir bisher geschrieben haben, mit den Themen, die sind vorbei. Und ich glaube, das ist schwer zu verstehen, aber wir müssen es verstehen und jetzt uns wieder auf Neues einlassen. Und das mit allem, was wir haben, nicht nur mit dem Verstand, sondern vor allen Dingen auch mit dem Herzen. Ne? Es nutzt uns nichts, wenn wir sagen, ich habe verstanden, dass ich mich verändern muss. Der Verstand allein reicht nicht. Ich brauche begeisterte, motivierte Ingenieure. Und ich glaube, da müssen wir halt hinkommen und dann kriegen wir auch so eine Aufbruchstimmung hin und können unsere Chancen auch wieder nutzen. Aber das müssen wir schaffen. Ja, das sind wichtige Worte. Die Batterietechnologie haben wir vielleicht ein bisschen verschlafen. Jetzt sind Sie wieder derjenige, der hier den Zug anschiebt mit der großen Forschungsfabrik für die Batterietechnologie in Münster. Welche Herausforderungen sehen Sie da? Gut, also erstmal bin ich ja nur ein Teil, also der Treiber ist ja insbesondere auch Kollege Winter, aber ich bin froh, dass ich da mithelfen durfte und habe auch immer dafür geworben. Ich glaube, erstmal ist es ein Puzzlestück in dem Ganzen. Und wir haben über die letzten Jahre eigentlich gesehen, das geht ja auch nicht nur um die Automotive-Industrie, sondern dass viele, auch Stapler und so weiter, brauchen Batterien. Und viele Bereiche werden eigentlich dadurch blockiert, dass wir nicht selber Zugriff auf Zellen und Batterie haben. Die Diskussion, dass es ein Commodity wäre, ist glücklicherweise vorbei. Das heißt, mittlerweile sagen alle, ich kann mich mit Zellen differenzieren, in Nischen, größeren und kleinen. Und jetzt gilt es halt darum, dass wir aus dieser Forschungsfabrik wirklich Nutzen für ganz Deutschland schlussendlich halt ziehen, dass da Wertschöpfung draus wird und wir in einzelnen Nischen, in einzelnen Spezifikationen, wir das, was wir eben gut können, auch in komplexe Probleme halt lösen, dass wir da jetzt massiv halt reingehen und die Chance aufgreifen. Ja, 90% der elektrischen Autos fahren ja mit Batterien als Speicher. Eine Technologie, wo wir uns wirklich gut auskennen, ist die Wasserstofftechnologie mit der Brennstoffzelle. Welche Chancen geben Sie dieser Technologie? Ich denke, es ist eine sehr, sehr große, ja, und zwar aus verschiedenen Gründen. Eins ist, wenn wir jetzt komplett auf Elektromobilität umstellen wollen, schrittweise, müssen wir Wege finden, um Energie zu speichern. Das geht nun mal gut in Wasserstoff. Das heißt, allein da, glaube ich, würde es im Ausbau stocken, wenn wir nicht diese Technologie mit reinnehmen. Und dann, wenn man schaut, größere Strecken und höhere Zuladung, also schwerere Fahrzeuge, ist es meiner Meinung nach so, dass wir um das Thema Brennstoffzelle gar nicht herumkommen, weil das rein batterieelektrisch umzusetzen vom Gewicht und Zuladungsverhältnis dann ist wirtschaftlich über viele Jahre nicht machbar. Wir haben aber nicht mehr ein Jahrzehnt oder zwei halt Zeit, bis wir mit der Technologie wieder weiter sind. Deshalb glaube ich schon, dass die beiden Technologien sich sehr, sehr gut ergänzen und auch unsere Chance sind, tatsächlich diese CO2-Ziele überhaupt erreichen zu können. Ah ja. Jetzt haben wir mit universitären Mitteln ein komplettes Elektrofahrzeug from the scratch entwickelt. Sie haben eine Produktion aufgebaut, die Street Scooter in Serie produziert. Man könnte sagen, Mission accomplished und sind nun wieder zurückgegangen an die RWTH Aachen. Welche neuen Ideen treiben Sie da um? Ja, also meine Kernidee ist eigentlich, urbane Logistikinfrastruktur zu schaffen. Ich habe mir das ja jetzt gerade bei der Post und auch im Umfeld sehr, sehr, sehr intensiv halt angeschaut.
Und wenn ich mir jetzt Städte anschaue, die sind alle so ein Stück weit hilflos bei dieser Energie- plus Mobilitätswende. Was sollen wir tun? Es entsteht das ein oder andere zarte Pflänzchen, weil so ein Gesamtkonzept für Städte, wie ich Logistik, Infrastruktur schaffe, gibt es nicht. Und da haben wir sehr viele Ideen jetzt reingesteckt, wie wir das als Infrastruktur mit sogenannten Basecamps, mit stationsgebundener Infrastruktur hinbekommen können, dass wir die Logistik deutlich intelligenter und vor allen Dingen nahezu CO2 freigestalten können. Das ist das nächste große Projekt, was wir gerade anschauen. Sehr spannend. Eins hat mich noch besonders beeindruckt. Während die Schüler auf die Straße gehen mit Fridays for Future, haben sie parallel eine Bewegung gegründet, initiiert, nennt sich Ingenieure retten die Erde e.V. Was haben Sie da für Ziele und welche Maßnahmen schon umgesetzt? Gut, es ist einigen Kollegen von mir und mir selbst immer auf die Nerven gegangen, dass jeder sagt, die anderen müssen immer was tun. Jeder hat gesagt, die Politiker oder die Großkonzerne. Da haben wir gesagt, wir sind Ingenieure und wenn man jetzt sich das anschaut, was wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben, haben wir viel Gutes gemacht, aber ich glaube, wir sind auch weit hinter den Potenzialen und Möglichkeiten zurückgeblieben. Wir haben uns erstmal auf die Fahne geschrieben, dass wir als Ingenieure vorangehen müssen, was tun müssen. Ich glaube, viel kann man technisch lösen, das müssen wir aber auch tun. Das ist die Aufgabe dieses Vereins, bei sich selbst anzufangen, dann aber Städte zu schaffen, die quasi ressourcenneutral leben können. Zu 100% wird man das nie erreichen, aber allein den Anspruch zu sagen, möglichst viel der Energie, die ich in der Stadt verbrauche, zum Beispiel in der Stadt auch selber zu erzeugen, möglichst wenig Mobilität und die Mobilität, die ich brauche, sehr intelligent und sinnvoll zu machen. Ja, das sind eigentlich so die Ansätze, die wir haben. Und es gibt erstaunlich viele technische gute Lösungen, die sind nur verteilt über die Welt und wenn wir sie aber zusammenbringen, und das ist Aufgabe des Vereins, das so zu konzipieren, dann kann das klappen und da wollen wir das mit vorantreiben. Ja. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch, die vielversprechenden Ideen, die Sie umtreiben und ich wünsche noch viel Schaffenskraft für all Ihre Aktivitäten in der Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.